Amerikanerin das Match letztlich gewinnen konnte. Und die beiden wissen natürlich auch, dass diese knapp 1,90 Meter lange Kalifornierin eine unglaubliche Serie hingelegt hat. Seit dem 27. Juli in diesem Jahr hat sie nur zwei Matches verloren. Einmal gegen Steffi Graf, das war im Halbfinale von New Haven, und zuletzt beim Compact Grand Slam Cup in der ersten Runde gegen Nathalie Tussiat. 20 Matcherfolge und dabei 4 Turniersiege der Lindsay Davenport. Also auch für mich ist die Kalifornierin hier klare Favoritin. Werden wir hier einen Coach sehen, Robert van 't Hoft. Seit Januar 96 arbeiten die beiden sehr, sehr erfolgreich zusammen. Aber zu unterschätzen ist sie natürlich nicht, diese Sandrine Testu, 26 Jahre alt, kommt aus Lyon, hat 3 Dreisatzmatches bestreiten müssen in dieser Turnierwoche, während Lindsay Davenport ohne Satzverlust hineinmarschierte in dieses Finale. Während dieser Woche wurde sie die neue Nummer 1. Congratulations, Lindsay Davenport. Ja, das war natürlich eine große Schlagzeile des diesjährigen Filderstädter Turniers. Der Wechsel an der Spitze. Martina Hingis nur noch die 2. Lindsay Davenport steht ganz oben. Die dritte Dame im Bunde. Haben wir den Präsidenten des VfB Stuttgart im Bild. Herr Vorfelder, natürlich auch großer Tennisfan, freut sich schon auf ein hoffentlich spannendes Endspiel. Jane Harvey, seit vielen, vielen Jahren auf der Tennistour mit unterwegs, wird dieses Endspiel leiten. Übrigens, weil ich das gerade ansprach, diesen Kampf an der Spitze im Damen-Tennis. Bei den Herren ist die Situation ja relativ ähnlich mit Pete Sampras und Patrick Rafter. Der Australier ist dem Amerikaner da ganz dicht auf den Fersen. Und da gibt es eine nette Geschichte aus der Herrenszene. Jetzt mir erlauben, dass ich da ein bisschen abschweife jetzt vom Damen-Tennis. Denn Boris Becker hat seine Wildcard für das in der kommenden Woche stattfindende Turnier in Wien an Pete Sampras gegeben. Der hat ihn einfach in seinem Hotelzimmer angerufen und hat gesagt, Mensch Boris, du, ich brauche die Punkte von Wien. Sonst wird Patrick Rafter mir zu gefährlich. Und da hat sich Boris als echter Gentleman, großer Sportler, erwiesen. Hat gesagt, kein Thema, Pete, du kriegst die Karte, ich verzichte. Hier haben wir die Mama von Anna Kournikova im Bild. Ihre Tochter ist auch noch mit. Rennen hier in der Doppelkonkurrenz. Eine Minute, 1 Minute. Ja, der Erfolgsweg von Lindsay Davenport ist wirklich bemerkenswert. Sie ist ja eine junge Dame, die lange Zeit intensiv gefördert wurde vom amerikanischen Tennisverband. Sie sagt, ohne den Verband wäre ich bei weitem nicht so weit gekommen. Ihre erste Trainerin war Lene Rolli. So, im Bild haben wir den Vorsitzenden der Porsche AG, Wendelin Wiedeking. Ihn werden wir dann nochmal sehen bei der Siegerehrung, wenn der Sportwagen überreicht wird. Übrigens ganz interessant, nur eine einzige Dame hat sich bisher für das Preisgeld entschieden. In der Geschichte dieses Turniers, das war Katarina Lindqvist, die Schwedin, die 84 das Finale gewann gegen Steffi Graf. Sie hat den Scheck mit nach Hause genommen, ansonsten haben sich alle Siegerinnen für den Sportwagen letztlich entschieden. Mal sehen, wer ihn bekommt. Hier haben wir den Turnierdirektor im Bild, Michael Uden. Wieder gute Arbeit gemacht beim diesjährigen Turnier. So, jetzt freuen wir uns auf ein schönes Finale. Erster Satz.
Virginia. Ja, diese Sandrine Testu verfügt über einen wirklich sehr, sehr guten ersten Aufschlag. Den wird sie brauchen am heutigen Tag. Steht zum zweiten Mal in diesem Jahr in einem Endspiel. Nach dem Finale von Prag auf Sand, wo sie gegen Jana Novotná verlor. Und sie bringt komplikationslos ihr erstes Aufschlagspiel. Erstes Aufschlagspiel von Lindsay Davenport. Mit 15 Jahren war sie amerikanische Jugendmeisterin im Einzel und im Doppel. Ein Jahr später holte sie sich die ersten Grand Slam-Titel im Juniorenbereich bei den US Open im Einzel und im Doppel mit Nicole London damals. Smart gespielt von Testu. Im Moment noch die Nummer 18 der Damen-Weltrangliste, aber sie wird sich natürlich verbessern nach dieser Woche. Das ist nach wie vor die Stärke der langen Amerikanerin, druckvolles Spiel von der Grundlinie. Erster Breakball für Sandrine Testu. Insbesondere an ihrem Aufschlag, so hat sie gesagt, die Lindsay Davenport will sie noch fallen. Gibt es noch einiges zu verbessern? Hat noch nicht die optimale Beschleunigung.
Wunderschöner Ballwechsel. Ja, tolles Tennis, das wir da gleich sehen. Zu Beginn dieses Endspiels. 1:1 Ausgleich von Lindsay Davenport. 1:2. Olympiasiegerin, wissen Sie natürlich, 96 in Atlanta. Damals mit Siegen über Anke Huber, Iva Maioli, Mary Jo Fernandez und Arantxa Sánchez Vicario, die sie ja auch gestern schlagen konnte, hier in der Vorschussrunde. Jetzt wird es eng für Sandrine Testu. Doppelfehler am Ende dieses dritten Spiels und da haben wir den ersten Aufschlagverlust der Französin 2:1. Steffi Graf sagte übrigens schon vor 2 Jahren, am meisten erwarte ich in der Zukunft von Lindsay Davenport. Die hat ein riesen Potenzial, das sie langsam auszuschöpfen beginnt. Sie wird meiner Meinung nach die schwerste Gegnerin in der Zukunft sein. Steffi will übrigens ein erneutes Comeback versuchen beim Turnier in Philadelphia im November, aber vielleicht kommt es ja auch schon ein bisschen früher. Nach dem Wackler von zuvor jetzt ein sicheres Aufschlagspiel von Lindsay Davenport, die eigentlich davon ausgehen kann, dass sie für ein paar Wochen da ganz oben steht. Denn Martina Hingis wird ja definitiv nächste Woche in Zürich nicht antreten und man munkelt, die Pause der Schweizerin könnte sogar von etwas längerer Dauer sein. Oh.
gespielt hast du? Das war kein zufriedenstellendes Returnspiel für Lindsay Davenport, aber die Amerikanerin führt nach 13 Minuten mit 13. Dann sehen wir die spanische Abordnung hier in diesem Finale. Arantxa mit Anna Konikova ja im Damen-Doppelfinale, zusammen mit ihrer Mutter Marisa. Genau, das ist das Spiel der Lindsay Davenport. Achte amerikanische Finalistin hier in der Geschichte dieses Turniers, das ja von Damen aus den Vereinigten Staaten dominiert wurde über Jahre hinweg. Denken wir alleine an Martina Navratilova. Stand 9-mal im Endspiel, holte sie 6-mal den Titel. Seite Sandrine Testu, erst die 7. ungesetzte Spielerin hier in Federstadt, die ein Finale erreichen konnte. Damals 84 übrigens gab es im Endspiel ein Duell zweier ungesetzter Spielerinnen, als sich, wie von mir schon angesprochen, Steffi Graf und Katharina Lenqvist gegenüberstanden. Die Situation hatten wir schon mal. Im ersten Aufschlagspiel von Lindsay Davenport. Er ist weg. Und die Partie ist wieder offen. Haben wir mal die beiden Vorschussrundenpartien von Testu und Davenport nochmal vergleicht. Da hatte es die Französin natürlich wesentlich leichter, sich durchzusetzen mit 6:2 und 6:0 gegen eine völlig ermattete Dominique Van Roos. Davenport im Gegensatz dazu musste schon einiges bringen, um die Oberhand zu behalten gegen Arantxa Sánchez-Vicario.
Isaac from saying 30-50. Was sind eigentlich die Bälle, die Davenport mit am besten spielt in der Tennisszene? Diese Bälle fast in Schulterhöhe geschlagen, aber jetzt war es ein Fehler. Bisschen arge Streuung jetzt im Spiel der neuen Nummer 1. Spiel Testu. Und Sandrine Testu geht in Führung. 4-3. Sandrine Testu trainierte in den letzten Jahren viel in Rom. Der französische Tennisverband gab ihr einen Coach mit namens Philippe Duxin. Aber nun seit gut einer Woche versucht sie es ja mit dem Südafrikaner Warwick Bashford, der schon mit Amélie Mauresmo einiges erreichen konnte, was die Weiterentwicklung anbetrifft. 15. 15. Ausgleich zum 4-4 durch Lindsay Davenport, die natürlich links nicht mehr belächelt wird, aufgrund ihrer Größe und ihrer doch etwas stämmigen Figur. Gab ja mal ganz schlimme Zeiten, als Journalisten die Amerikanerin fragten, ob der Fat Cup mit Doppel-T geschrieben nach ihr benannt wurde. Inzwischen respektiert als eine sehr komplette Spielerin auf der Damentour. Schön gespielt von Testu. Und das ist nach wie vor ein Problem von Lindsay Davenport. Das Laufen nach vorne. Da kommt sie immer ein bisschen schwer in Tritt. Von hinten kann die so powern, die 22-Jährige. Dass da wahrlich kein Kraut mehr wächst auf der anderen Seite. Um 10:30.
15:30. Also den Ball mir geschoben, den geschlagen die Französin. Nächste Breakbälle für Lindsay Davenport. Insgesamt die Breakchancen 4 und 5. Zweiter Aufschlagverlust von Sandrine Testu. So steht's nach 26 Minuten. Und dann haben wir nochmal Lothar Späth im Bild, den ehemaligen Ministerpräsidenten, der sich ja ganz klar festgelegt hat im Vorfeld dieses Finals. Er hat getippt, Davenport gewinnt in 2. Wartest du ein bisschen arg spät dran bei dieser Rückhand? Aber Ball von Davenport kam natürlich auch pfeilschnell. Dann sehen wir es nochmal. Kaum zu kontrollieren der Ball aus dieser Position. Aber geschickt gespielt von der Französin, raffiniert gemacht, dieser weiche, butterweiche Ball hinein in den Winkel. Und dann spielt sie den hier, sauber. Das dritte Aufschlagspiel von Lindsay Davenport mit Breakmöglichkeit für Sandrine Testu. Erneut der Ausgleich. Schauen Sie, wie ambitioniert sie ist, die Französin. Ehrgeizig. Fünf beide, 5 Games. Hat natürlich auch noch alle Chancen.
Sandrine Testu sich für das Damen Masters in New York zu qualifizieren, wird ja Mitte November ausgespielt im Madison Square Garden. A la bonne, kann man denn sagen. Spielt absolutes Spitzentennis jetzt. Junge Dame aus Lyon. Spielball für Sandrine Testu. 206:5 Führung. Die Französin hat ja ihren Langzeitverlobten Vittorio Manieli jetzt doch geheiratet im Juni dieses Jahres. Und die bringt der Service durch, führt mit 6:5. Dieter Fischer und Michael Uden, die beiden wichtigsten Leute bei diesem Filderstädter Turnier, der eine Promoter, der andere Turnierdirektor, sehen gutes Damenendspiel gemeinsam mit den Zuschauern hier in der Halle und mit ihnen zu Hause an den Bildschirmen. Weil ich ganz am Anfang sagte, die Bilanz in den Duellen zwischen Davenport und Testu spricht ganz klar für die Amerikanerin bei 6 Erfolgen und nur einer Niederlage. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die beiden Ladies sind sich in der Halle noch nie gegenübergestanden. Und die Französin verkauft sich hier wirklich erstklassig, auch wenn es das erste Finale in der Halle in ihrer Karriere ist. 30-0. Rising 15, 30-50.
30 beide. 30. Oh, da ist der Ball ganz flach weggerutscht. 30, 40. Kleiner Platzfehler hier auf diesem Greenset-Belag. Und urplötzlich Satzball für Sandrine Testu. Von Lindsay Davenport und da ist er weg, der erste Satz. 7-5, 7 Games to 5. Aber Kompliment an Sandrine Testu, die hier wirklich aufopferungsvoll gekämpft hat. Sehr, sehr gutes Tennis präsentiert. Zweiter Satz. Aufschlag Testu. Die sind nicht leicht, diese Überkopfbälle von der Grundlinie. Aber dieser Smash war schon ein bisschen arg schwachbrüstig gespielt von der langen Dame aus den USA. Also so ganz hellwach, spritzig, konzentriert scheint sie mir heute nicht zu sein. Die Lindsay Davenport, so steht's nach 40 Minuten. Erstes Spiel, zweiter Satz, first game, second set. Erstes Aufschlagspiel von Lindsay Davenport im zweiten. Second serve. Zweimal auf dem falschen Fuß erwischt. Sandrine Testu, die sollte sie hier das Match gewinnen. Erst die zweite Französin wäre, die sich den Titel holt in Filderstadt nach Mary Pierce, die 93 zuschlug und sich im Finale gegen Natascha Zvereva durchsetzte. Dreißig, fünfzehn, 30, 50.
40, 15, 40, 50. Spiel Davenport. Ausgleich zum 1:1 durch Lindsay Davenport. Die, was ihre körperliche Ausstattung betrifft, ihre Füße ist ein bisschen vorbelastet, ist durch die Eltern, Vater Wink, ein 2-Zentner-Mann, hat ja sehr darunter gelitten, die Amerikanerin, dass sich ihre Eltern nach 28 Jahren Ehe haben scheiden lassen. Vor nicht allzu langer Zeit war es, Vorfeld der US Open. War ein knapper Ball dabei von Lindsay Davenport. Den Sandrine-System ausgesehen hat, aber keine große Reklamation der Französin. 40, 30, 43. Der Aufschlag war zu lang, korrekte Entscheidung. Vorteil Test 2. Gut gespielt von Sandrine Destu, 2:1 Führung der Französin. Destu führt. Aufschlag Lindsay Davenport. Viertes Spiel. Nur 15, 15. Also viele Fehler haben wir in der ganzen Turnierwoche nicht gesehen von der Amerikanerin. Wieder schlecht bewegt von Lindsay Davenport. Musste den Ball viel zu nah am Körper spielen. Da fehlt der kleine Step, um sich da richtig hinzustellen, damit man Ballkontrolle hat. Gucken Sie sich das an, kommt sie aus dem Gleichgewicht.
Und der sitzt. Der sitzt 0,40. La Fury. Ja, wieder. Spieltest du. Ein ärgerlicher Fehler von Lindsay Davenport und die 3:1 Führung von Sandrine Testu, die Porsche ganz gut brauchen könnte, hat sie gesagt. Auf der anderen Seite, Lindsay Davenport hat schon einen in ihrer Garage stehen. Aber es ist endlich auch nichts dagegen, wenn sie noch einen zweiten Schlüssel für einen weiteren Sportwagen hier und heute bekämen. 15 Love. Eine Ball von Testu auf die Linie gespielt. Bekam dadurch noch ein bisschen mehr Fahrt. Und dann die Attacke 30, im richtigen Moment. Den einen Ball hat Davenport definitiv im Aus gesehen. Da gibt es jetzt auch ganz böse Blicke zu dem Herrn, der hinten zuständig ist für die Linienrichter, für die Grundlinie. Aber so sieht's aus. 4:1 Testu im Zweiten. Ja, es gibt in all den Tagen hier in Filderstadt immer wieder enge Entscheidungen, die man diskutieren kann. Aber sowas gleicht sich ja normalerweise innerhalb einer Partie immer wieder aus. Also keine der Athleten kann sich da in irgendeiner Form benachteiligt fühlen. Thank you.
Gut gespielt. Das war der leichtere, der Crossball. 15:30. Zumal da die Amerikanerin eh ohnehin mehr die Longline-Seite abdeckt, also mehr Platz frei gibt für den Ball cross gespielt. 30 Ball für you. Sie aufpassen, die Französin. Der letzte Ball von ihr in den Lauf gespielt von Lindsay Davenport. Und wenn sie dann den Punktgewinn zu früh innerlich abhakt, dann läuft sie hier in die Falle. Aber sie tut es nicht. Sie ist konzentriert bis zuletzt. Nächste Breakchance. Also, sie bringt es doch noch durch. Der Aufschlagspiel zum 2:4. Aber ich finde eine wirklich insgesamt höchst interessante Auseinandersetzung, das diesjährige Finale. Im Moment mit Vorteilen für sie. Was? Also ich bleib dabei, so ganz frisch wirkt sie heute nicht. Davenport macht mir Sandrine Testu einen besseren Eindruck. Ja, da hat Sandrine Testu aus diesem wirklich erstklassigen ersten Aufschlag ein bisschen arg wenig gemacht, ist da hinten 40, kleben geblieben an der Grundlinie. Hätte sie ruhig die Chance mal nutzen sollen, um zu attackieren. Sei es drum, ein Spielball noch für sie zum 5:2.
Linse macht den Punkt. Naja, da ging's ja mal so richtig. Hin und her jetzt. Anstand, tschüss. Aber die Französin zu weit draußen. Nach diesem ohnehin schon schwierigen Flugball, um da noch was zu retten. Diese Rückhand hat sie schon ein paar Mal verschossen. Kommt da leicht ein bisschen in Rücklage. Sandrine Testu bei diesem Longline-Ball. Jetzt die Möglichkeit für Davenport, diesen zweiten Satz wieder aufzumachen. Da liegt noch ein Ball rum, herrenlos, wird jetzt aufgeklaubt, einem der zahlreichen Ballkinder. Alle Tennisspieler, versteht sich, verstehen was von diesem Sport. Halbe Dutzend ist voll in Sachen Doppelfehler bei Sandrine Testu. Gutes Auge. Ja, das war denkbar knapp. Spieltest du. Ein Ass, das siebte zum Abschluss dieses Spiels. 5-2 Führung von Sandrine Testu. Testu führt 5-2, 5 Games to 2. Ja, sieht rein optisch natürlich nicht sehr schön aus für Lindsay Davenport. 5-7, 2-5, aber es ist ja nur ein Break. Haben wir es wieder drin in dieser Partie. 5-15. Ja, wir Tennisleute werden mit dem heutigen Finale das Schwabenländle verlassen. Aber es dauert nicht lange, dann kommt die DSF Fußball-Crew hierher nach Stuttgart zum UEFA Cup-Spiel des VfB gegen Brügge. Am 20. ist es soweit, Beginn 18.30 Uhr. Thank you.
40, 5, 7, 40, 50. First serve. Der ist gut. Auf die Linie gespielt von Sandrine Testu, die übrigens, und das interessiert ja die Hobby-Tennisspieler immer wieder, 27 Kilo Bespannung aufziehen lässt. Davenport spielt mit 2 Kilo Pond mehr. Und sie gewinnt das 8. Spiel, verkürzt auf 3:5. Ist übrigens zum 4. Mal hier mit dabei. Beim Porsche Grand Prix hatte bislang als bestes Ergebnis ein Halbfinale stehen aus dem Jahre 96. Nur kleine Verzögerung jetzt. Bälle werden getauscht. Ich habe das, glaube ich, in dieser Woche schon mal angesprochen. Bei den Damen zunächst nach dem 9. Spiel und dann nach jedem 11. Und da war Anna Kournikova im Bild, die sich heute natürlich den Doppeltitel holen will. Zusammen mit Arantxa Sánchez Vicario spielen sie gegen Davenport Zvereva. Genau, dann machst du ein Ding da hier. 5, 7, 15. Aufmunternder Beifall jetzt vor allem für Lindsay Davenport. Zuschauer hätten natürlich gerne 3 Sätze. Ja, Asse und Doppelfehler halten sich die Waage bei der Französin, jeweils 7 Stück. Dann kommt sie nur noch ganz mühsam rüber, Lindsay Davenport. Ja, ja. Die ist heute nicht so fisch, wie sie sein müsste, um hier den Titel zu holen. 2 Matchbälle für Sandrine Testu nach 1 Stunde und 10 Minuten. Den Spruch unter den Tennisspielern, der Matchball ist meistens der schwerste. Aber jetzt steht die Siegerin fest. Und sie heißt Sandrine Testu, ist 26 Jahre jung und kommt aus Frankreich. Ja, da haben wir uns ganz schön verhauen mit unseren Prognosen. Ich habe auch geglaubt, dass Lindsay Davenport hier die dominierende Dame sein sollte auf dem Platz, aber sie war, ich habe es mehrfach gesagt, körperlich heute nicht so richtig auf der Höhe. Gönnen wir es ihr. Sandrine Testu schlägt hier in Filderstadt zum ersten Mal in diesem Jahr zu. Ihr erster Turniersieg nach dem von mir bereits angesprochenen Finale in Prag. So. $38.500 Preisgeld wird Lindsay Davenport vermutlich ein bisschen hinwegtrösten über diese Niederlage. Und auf der anderen Seite könnte ich mir denken, dass auch in diesem Jahr die Siegerin das Auto nimmt und nicht den $79.000-Scheck. Sandrine Testu, also Nachfolgerin von Martina Hingis, die ja zuletzt hier zweimal
das Endspiel gewinnen konnte. Im letzten Jahr gegen Lisa Raymond, im Jahr zuvor gegen Anke Huber. Ja, der Tross zieht weiter. Es geht zunächst einmal nach Zürich. Auch dieses Turnier glänzend besetzt, wenngleich, ich habe es gesagt, die Schweizer Lokalmatadorin Martina Hingis pausieren wird. Toller Erfolg von Sandrine Testu, die hier wahrlich nicht besonders gut gespielt hat in den letzten Jahren. Und urplötzlich holt sie sich hier den Titel. So, das war's von meiner Seite. Ich darf jetzt abgeben zur Hallensprecherin. Bitte, Erika Grammer. Sie hat das Wort.